So, mal eine Frage. Hier vor der Haus, also vor meiner Haustür ist Goldenrod. So, kann ich das jetzt einsammeln oder muss ich was beachten oder? Hallo. Du darfst das einsammeln und neu pflanzen und Tee draus machen. Genau. Okay. Also wenn ich das eingesammelt habe, müsste ich dann ja auch Samen dazu haben. Ich habe Oder leider wie nicht so pflanze recht. ich die wieder an? Ja, genau, wo du Samen. bist. Samen. Oder muss ich die Samen irgendwie herstellen? Samen. Ja, muss ich herstellen. Hab's kapiert. Habt einer von euch was zum Verbrennen dabei? Was willst du verbrennen? Ich habe gerade einfach mal in meinem Rucksack 45, 52 dreckige Wasserflaschen. Oh, puh, nee. Verbrenn das Sofa. Genau, hast du Verbrenn Sofas das Sofa. gesammelt, Marius? Ja, ich habe alles gesammelt. Okay. Alles Dann. hier inventartechnisch. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das Spiel heute hinkriege, muss ich ehrlich sagen. Ich bin voll gestresst gerade. Von? Ich bin einfach voll gestresst. Wer ist gerade vor mir? Ich nicht. Reicht es, wenn ich da einen Fuck! Samen jeweils? Ah, okay, ich hab's kapiert. Da Egal. unten sind übrigens ziemlich viele Zombies. Was ist denn hier? Hab's Oh, das rausgefunden. sind Iron Fragments, ich Trottel. Hat jemand von euch die Möglichkeit, hat einer von euch Steine? Nein. Nein. Steine. Kleine Steine, Nein. damit wir ein Lagerfeuer machen können? Nein. Ja, dann können wir auch nicht. Dann können wir auch nicht Käsebroten. Ich habe aber ein Lagerfeuer. Du hast ein Lagerfeuer? Ja. Das ist schön. Dann suche ich dich gleich mal. Ich mache es auf dem Dach an. Okay, cool. Na, hat jemand noch? Was? Ich habe nur noch ein Wasser, also falls jemand da aushelfen kann. Wen interessiert? Ich wollte gerade welche brennen. Schniesen, ich schmeiß dir welche hin. Wo bist denn? Hinter dir. Ja. Ich habe noch zwei. Noch vier. Das ist zwei davon. Jo, danke. Bin ja da, um zu helfen. Schniesen, wo bist denn du? Das weiß ich doch nicht. Immer noch oben auf dem Dach. Auf dem Dach? Das ist schön. Ich brauche deine Sofas. Wir sind alle auf dem Dach. Meine Sofas brauchst du. Ja. Und du glaubst, sie kriegst du jetzt einfach so. Ja. Wenn du Wasser haben möchtest. Wasser habe ich jetzt, danke. Fick dich! Warst du langsam? Ja, herzlich willkommen und zurück hier auf dem Lens Playground. Und Ende. Und Ende. Entschuldigung. Ich habe wieder Nicht meine guten lustig. Freunde dabei, die mir keine Lagerfeuer abgeben wollen. Und dich nicht unterstützen. Ich habe dir eins hingepflanzt. Ja, keine fucking Sofa-Kacke Marius, abgeben du bist doch wollen. ein Mädchen, ne, Marius? Warum hast du da einen Bart? Ich bin kein Mädchen. Doch, dein Charakter Ich ist ein bin Mädchen und es hat einen ein Bart. Vollidiot. So, also das machen wir jetzt gleich nochmal. Ich begrüße jetzt nochmal kurz und dann Ja. können wir das eventuell aufnehmen. Ist cool. Also, wenn ihr kurz leise wärt, wäre ich euch dankbar. Natürlich. So, ja, habe die Ehre und herzlich willkommen auf Lens Playground. Ich bin der Lens und ich habe heute mal wieder die üblichen drei, vier Verdächtigen dabei. Den Riss, hallo Riss. Hallo. Den Schniesen, hallo Schniesen. Hallöchen. Den Gunter, hallo Gunter. Pepse. Und den Nobody, grüße dich Nobody. Kaka. Kaka, 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 indeed. Wir haben vor längerer Zeit kurz unterbrochen und sind mitten in der großen Hauptstadt, umzingelt von jeder Menge Zombies.
und versuchen hier gerade die Nacht zu überleben. Ansonsten viel Spaß, bis später. Okay, das reicht an Begrüßung. Kaka. Aber schön. Ja, wie kommen wir noch mal hoch? Wie komme ich denn aufs Dach? Ganz einfach, ihr müsst den Schacht nehmen und nicht den Schacht dabei. Nehmen. Ach, der Schacht, ja. Ach, der Schacht. Ach, der. Die 762er Munition ist für die Sniper. Für die Sniper und die ist, ja. Wunderbar. Ich schmeiß ganz viele Sachen weg. So, okay. Wo ist das Lagerfeuer? Da, wo ich in deinem Arsch. In meinem Arsch brennt's vielleicht. Wer hat einen Topf dabei? Nö. Ben Chris, was ist denn los mit dir? Was? Kein Topf. Bist du krank? Kein Topf. Nee. Weil du klingst so traurig. Aber ich hab Essen. Ich hab Pisse in Gläsern. Pisse aus deinem Arsch. Ja, nimmst du jetzt das Lagerfeuer schließen? Könnt ihr mal leise sein? Das war Witz. Nein, Quatsch. Aber der ist, der, du klingst so niedergeschlagen. Es wird Nacht. Ja. Ach, das heißt, Alex, das feierst du voll. Du willst es doch so schwer haben. Ich koch gerade irgendwie. Gut. Ach, wir brauchen einen Topf, ja. Der Mond geht gerade im Erdboden. Ja, wir bräuchten halt hier welches. Das tut mir leid. Was braucht ihr? Ja, hast du einen Topf? Ein Topf? Ja. Da muss man halt irgendwie gucken. Irgendwas zum Kochen. Ja, hab ich sogar. Boah, ich hab ja sogar. Hab ich sogar hier. Ja, dann hau drauf. Mal hier. Da, aufs Feuer. Da liegt am Boden. Hinter dir. Machst du gerade Wasser schneesen? Wisst ihr, was traurig ist? Ich bin immer noch Level 1. Gut, dann wart mal kurz schneesen, oder? Das ist wirklich traurig. Gute Frage, welches Level ich bin. Murky Water. Ich weiß es gar nicht. Murky Water. Schatz, Murky Water. Zu Hause vor den Zombie-Horden. Sofa. Was? Sofa. Du musst jetzt unsere Zombie-Horden vor den Zombie-Horden verteidigen. Weil da kommen jetzt die riesigen Horden und du musst allein alles verteidigen. Ich kann höchstens aufs Dach gehen und. Du musst einfach versteckt bleiben. Ja, versteck dich einfach, mach gar nichts. Du darfst dich nicht finden lassen. Nee, ich geh aufs Dach. Ich geh aufs Dach und mach einen auf Sniper. Dann rummeln sie halt alles weg, ne? Das kann ich halt. Und sie alles wegrummeln dann? Ja. Wellness 32. Ich schau die ganze Zeit irgendwie der Truppe zu und die regen sich immer drüber auf, wenn sie unter Wellness 100 haben. Ja? Süß. Und dann denke ich mir so, ja. Also ich habe Wellness 84. Ja. Also bis jetzt sieht's auch echt alles eigentlich ganz ruhig aus. Ja, weil du alleine bist, das ist gut. Es ist gut, dass du das bist. Aber da ich so ein lieber geiler Kerl bin, teile ich mit euch meinen größten Schatz. Ob ich das annehmen kann? Nein, das musst du jetzt annehmen. Komm her, ich helfe mal eurer Wellness. Wo bist du da? Hier. Ich habe zwei selber. Alles teilen. Ich nehme es alles für mich. Du weißt, was das ist? Ja, Vitamins. Damit pushen wir jetzt die Wellness mal auf. Ich habe zu danken. Kein Problem. Und hier. Das ich hätte auch noch einen Golden Rod dafür. Wer mag Hallo, Golden Rod ich hab haben? Ich habe geschmissen. Wo? Hier. Danke. Ja. Wer mag noch einen Golden Rod haben? Ich nicht, aber... Der macht auch Wellness. Echt? Hier? Okay, gib mir Golden Rod, ich geb dir das. Nice. Habe ich beides aufgenommen? Nein, da liegt er noch. Golden Rod kann man allerdings nur zu sich nehmen, wenn man Durst hat. Ja. Die Vitamine kann man immer spammen. Spammer Vitamine. Ja, ich lasse mal kurz Zeit. Brauchst du nicht bei Vitaminen. Okay. Ich bin jetzt auch erstmal ausgerüstet für die Nacht. Mit Essen und Trinken und stehe jetzt auf dem Dach und mach einen auf. Fuck, sieht das gruselig aus. Wo ist der Riss? Unten. Unten. Ein wichtiger Hinweis für euch alle übrigens, was heißt ein wichtiger Hinweis, aber ein guter Tipp. Grain-Alkohol kann man trinken. Und das macht besoffen. Das macht nicht besoffen, sondern ihr kennt doch den Bass vom Bier. Mhm. Grain-Alkohol ist stärker. Oh. Okay. Grain-Alkohol ist 13 Minuten stark angeblich. Das ist natürlich das gute alte Redneck-Siff. Genau. Ich meine, es ist nicht unbedingt gesund. Ach. Aber wenn wir nicht blind werden, dann haben wir gewonnen. Will eigentlich noch jemand Kaffee haben? Ich habe noch Kaffee gefunden bei mir.
Oh nee, danke, behalte mal. Ich hab noch Bier. Ich hab Honig. Die Möpse. Die hätte ich auch gerne. Wann seid ihr eigentlich abgehauen von der Stadt? Ja, da warst du noch dabei. Da bist du dann gestorben, glaube ich. Das ist traurig. Ich glaube, da bist du dann gestorben. Stimmt, Gander ist gestorben und hat dann gesagt, die macht daheim Zeug. Genau, und sie macht Schluss. Das ist traurig. Biene. Du bist eine Biene. Ich hole sie runter. Ich hab so viel Schiss. Boah. Warum habe ich so viel Schiss? Boah, wie ich sie getötet habe, wer holt sie? Oh. Nö. Ich geh raus. Nord. Ja, wollen alle unten? Hm? Nee. Unten? Ich bin im Haus unten unterwegs. Unten ist nur der Riss. Ich bin im Haus unterwegs. Der Riss ist draußen unten? Nee, irgendwo im Haus unten. Lootest du Küchen oder was lootest du? Blutest du Küchen? Alles? Was? Blutest du Küchen? Hallig. Blute. Mies und ich sitzen allein am Lagerfeuer. Das ist schön, ihr könnt gute Geschichten auf dem erzählen. Dach und warte. Oh, wieder so eine tolle Geschichte. Fang an. Okay. Was gab's da? Schmieses Charakter, das sieht aus wie Machete, nein, nicht Machete, wie Mickey Rook. Ja, das habe ich mir auch schon mal gedacht, stimmt. Das hat er sogar schon gesagt. Ach so. Irgendwelche Zombies drehen gerade ab, hört ihr das? Ja, die gehen unten ab wie Sau. Und Mickey Rook stand am Feuer. Mit seinen hautengen Unterhose-Dingern. Sagte, und dem Kartoffel. Und dem Cowboy-Hut und seinem Rucksack und dachte sich, töte mich. Wieso dachte er sich das? Es sah mir in die Augen ausdruckslos leer. Alter, wisst ihr, wann wir gefickt sind? Hm? Wenn die Zombies unten einbrechen. Dann sind wir immer noch auf dem Dach. Die kommen halt drauf, ne? Boah, die drehen halt unten völlig ab, hörst du das? Die drehen völlig ab. Ja, wenn da schon wieder jemand runterschießt. Wer schießt denn da schon wieder? Dreimal darfst du raten. Warum? Meine Vermutung ist, ich hab die Biene gekillt. Ja, lass doch die Biene sein, wenn sie dich nicht angreift. Ja, aber die greift irgendwann an. Die Bienen müssen wir schon runterholen. Die sind gefährlich. Hab sie. Und da fliegt eine in 3 Kilometern Höhe. Das machen sie ganz gerne, ja. Die ist voll schwer runterzusnipern, vor allem weil die sich wirklich bewegt, aber ich hab sie. Und sie fällt aus 3 Kilometern Höhe. Keine Bienen mehr am Himmel. Sky ist klick. Na, no, schon wieder Biene. Weißt du, im echten Leben sind sie überall ausgerottet, aber hier? Ja, deswegen gibt's sie in Videospielen umso mehr. Das sind umgezogen. Genau. Ich glaube, ich habe gerade einen Beaker gefunden, Jungs. Was? Einen Beaker? Bacon? Yeah! Einen Beaker, du Bacon. Beaker. Nein, so ein Teil, mit dem man Grain-Alkohol machen kann. Bacon wäre cooler. Mach dir Bacon. Hol ein Schwein, jag's, nennst Jeffrey und Wir rennen uns gerade das Haus ein. Ja, wir weiß. Sollen wir runter und reparieren? Das ist traurig. Mit was denn? Mit Couchen? Mit Couchen? Spawn. Nicht meine gute Couch. Schnies und ich schauen einfach ins Feuer und tun so, als wenn das passiert. Wir sehen auch nichts außer das Feuer, also passiert auch nichts. Ich bin sensed. Warum sind die Flammen eigentlich blau? Hast du die Zombies eigentlich nochmal umgestellt? Nö. Wir wollten die doch ein bisschen leichter machen oder so. Nein, wollten wir? Ich dachte, wir wollten mehr und schwerer. Wir wollten den Loot zumindest, also die Anzahl der Zombies, glaube ich, runtersetzen. Nein, brauchen wir doch nicht. Eigentlich wollten wir gar nichts ändern. Marius, du bist recht ruhig, recht leise, meinte ich natürlich. Leise? Das stimmt, du kannst dich mal ein bisschen lauter machen. Scheiß einfach laut. Uah, Zombies im Haus, Zombies im Haus. Ja, wir kommen. Okay.
Ne, wir bleiben auf dem Dach. Ich höre mal, wo sind die im Haus? Stockwerk. Wir schießen alles, was die. Auf welchem Stockwerk sind sie? Ich weiß nicht, in welchem Stockwerk ich bin. Ich bin aber relativ weit unten, 3 von oben entfernt oder so. Ja, dann. Ja, wir haben hier oben begonnen zu looten. Irgendwie können sie sowieso noch im Haus sein. Ja, die sind drinnen, die sind im Treppenhaus. Die sind im Treppenhaus, Leute. Ich muss mir erstmal einen Splint bauen. Ich habe einen dabei. Ich komm hoch. Treffen uns auf dem Dach. Hab schon einen. Ich hab doch welche mitgenommen. Das können wir schon halten, solange die Bäume. Wer ist hier oben gestorben? Hier oben ist ein Drop Backpack. Im Hausflur? Im Aufzugsschacht. Ah, Problem. Kopf im Haus, Kopf im Haus. Alles gefährlich, ganz schnelle. Ja, komm doch aufs Dach! Ein Stock, Stockwerk unterm Dach gleich. Komm doch aufs Dach! Ja. Das macht den Riss wird gerade überhaupt nicht bei uns gefallen. Boah. Warum? Weil ich halt komplett allein bin und das reicht halt nicht, um Zombies anzuziehen. Und ich bin halt allein und stehe auf dem Dach und patrouilliere von links nach rechts, aber kein einziger Zombie. Ist ein bisschen traurig, ich habe extra die Sniper genommen. Also einen Stock unter uns gehen sie gerade ab wie what the... Der Fuck! Da Fuck. Ich hab die Biene erschossen! Ja, wir werden ganz schön gefickt. Wir müssen bei Licht weg. Ja, wir müssen bei Licht weg und rennen. Ich weiß nicht, warum wir hierher gegangen sind. Das war eine letzte Idee. Wieso? Ja, natürlich war das meine Idee. Das war auch eine gute Idee. Mhm. Weil es meine Idee war. Voll schön, ja. Versuchen wir sie mal unter so ein Oberlicht drunter zu locken, damit wir sie... Dann rennen noch mal nach unten und... Ja, ich glaube, aber ich komme nicht, kann nicht hinschießen, die sind zu schnell. Wo sind sie? Da sind sie, ja. Bauarbeiterhelm habt ihr nimmer übrig, ne? Nee, leider nicht, ich hätte auch einen gebrauchen können. Aber meinen haben sie ja verloren. Nein, ich habe nur noch einen Scrap-Helm. Wow, viele. Ja, 8. Ich hab noch eine Renn Pistole gefunden. Vor mich. Bulle unten. Ja. Wir bräuchten Handgranaten. Das habt ihr in den Feuern noch irgendwas? Denke ich nicht, aber ich denke reinschauen kannst du. Solange du nichts Neues reinlegst, kannst du reinschauen und du kannst rausnehmen. Du darfst. Ja. Alex hat Spinnen. Okay, hab zugehört, weil ich hab ungefähr 90 Bottles Murky Water und die mache ich jetzt einfach mal. Wisst ihr, was das einzige Creepige an dem Spiel ist? Was? Dass sich die Spinnen-Zombies so unnatürlich schnell bewegen. Ja, und vor allem so hakelig. Ja. Oh Gott, ich falle sich garantiert runter und verreck voll. Mach nicht, dass ein Fettle unten. Ich hab so einen Schiss, Alter. Warum hab ich so einen Schiss? Schlimmer als bei deinem Leid? Voll. Hund? Das ist ein Hund im Haus. Scheiße, wir sind am Arsch. Ist ein Haustier. Ja, wie soll wieder rauskommen? Das ist ein Hundemann. Ja, dann müssen wir sie killen. Oh, unsere Hunde gehen ab. Die Hunde, nein, ich bleib am Feuer. Ich hoffe, dass du Riss die Pistole aufgehoben hast, damit wir, falls eine Pistole kaputt geht, noch eine extra Waffe haben. Wer joint mir einfach ins Feuer schauen, dann passiert das nicht. Alter! Ja, die Pistole habe ich ja noch, könnt ihr gefunden. Ja, eben deswegen meine ich ja, dass du die auch aufhebst. Was macht ihr denn? Warum bekämpft ihr den nicht mehr? Ja, weil das passiert, wenn wir ins Feuer schauen. Ja klar, das habe ich ja ganz vergessen. Es passiert einfach nicht. Ja gut. Schieß mal nicht voll Auto. Doch. Damit. Das sind so viele, da treffe ich dauernd was. Ja, aber voll Auto. Ist voll die ultra Munitionsverschwendung. Wenn ich nur. Die sind zu schnell, um sie zu treffen. Gar nicht wahr. Für mich schon. Und? Wenn ich nur Einzelfeuer mache. Boah, sind die Spinnen-Zombies schnell. Ja. Ich fand es nicht gut.